Schönen guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauer des Rot-Braun-Kanals. Das ist gar nicht so leicht. MPD, die Partei des kleinen Mannes. Weil unsere Gesinnung ganz leicht vom Mainstream abweicht. Deutscher, Augen auf. Du bist im Krieg. Neonazis. Mit provokanten Aufmärschen suchen sie wieder den Weg in die Öffentlichkeit. Ihre Parolen aggressiv, nationalistisch, wie hier am 1. Mai in Leipzig. Wir sind, wie ich es vorhin schon einmal erwähnte, nur die Speerspitze einer Massenbewegung, die sich eines Tages über die deutschen Straßen ergießen wird. Und ich möchte es fast einen nationalen Tsunami nennen, der es dann wird. Ein Tsunami, der dann nicht die Küsten Asiens verwüsten wird, sondern die Ghettos Deutschlands reinigen wird. Eine reinigende Welle des nationalen Sozialismus. Und ob das zeitgemäß ist, wenn uns die Straße nicht gehört, können wir auch nicht den Kampf um die Parlamente führen. Und wem gehört die Straße, wenn nicht uns? Waren Neonazis in den 80er Jahren noch eine kleine Randgruppe, ist Rechtsextremismus auf dem Vormarsch. Mit Musik, eigenen Kleidungsmarken und Videoclips möchten die Nazis von heute immer mehr Jugendliche erreichen. Man rückt in die Mitte der Gesellschaft. Bevor da jemand merkt, ach, das ist eine nationale Marke, ist es längst Mode. Und man sagt, ist mir doch egal. Wissen Sie, was ich meine? Also ich denke schon, das überträgt sich sehr gut. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. So soll es sein. Wir wollen ja indoktrinieren. Ein Beispiel: Volksfrontmedien. Moderne Agitation im Internet. Die neonazistische Videoserie wird von Mitgliedern hessischer und Thüringer Kleingruppen ins Netz gestellt. Ewig gestrige Propaganda im jugendgerechten Filmdesign. Auszüge aus einem aktuellen Video. Deutscher, Augen auf. Du bist im Krieg. Das System fördert und schützt Homosexuelle. Die bekommen keine Kinder. Das System fördert mischrassige Ehen. Denn die bekommen auch keine deutschen Kinder. Das System fördert Abtreibung, denn da werden deutsche Kinder ermordet. Dem Einzigen, dem deutsche Kinder im Weg stehen, sind die Auserwählten, diese One-World-Fetischisten. Letzte Bombe sind zwar 45, aber ihr Krieg, der geht weiter. Die Inhalte sind ganz eindeutig alte Inhalte, sind Inhalte, die aus dem Nationalsozialismus stammen. Da steckt an erster Stelle Rassismus drin. Wenn man von Reinhaltung des Blutes spricht beispielsweise, steckt die Ideologie der Volksgemeinschaft drin, die mehrfach angesprochen wird. Es steckt Antikapitalismus drin. Also wenn man das alles zusammenfasst, ist das nichts anderes als das, was man in Mein Kampf lesen kann. Inzwischen existieren viele solcher Clips im World Wide Web. Für Neonazis die Chance, ihre Hassbotschaften ungefiltert zu transportieren. Auszüge aus dem Video: Unser Ziel, unsere Pflicht. Wir sehen in Kapitalismus und in dieser Gesellschaftsform ein künstlich geschaffenes Gefüge der Hochfinanz. Wir setzen uns ein für einen Nationalismus, der die Interessen des Volkes gegenüber anderen Staaten und Völkern vertritt. Wir setzen uns ein für einen deutschen Sozialismus, der die Interessen des Volkes vertritt und seine Perfektion in der Volksgemeinschaft findet. Das Höchste ist die reine Weitergabe des eigenen Lebens, die Erhaltung des deutschen Blutes und der deutschen Kultur. Wissenschaftler wie der Berliner Soziologe Professor Richard Stöss warnen vor der Radikalität vieler Videos. Die Grenzen zwischen virtuellen Kampfparolen und realer Gewalt, sagt er, seien brüchig. Gerade bei diesen radikalen neofaschistischen Gruppierungen, so ist die Systemverdrossenheit derartig stark, dass hier ganz, ganz militant zum Kampf gegen die bestehende Ordnung aufgerufen wird. Es hört sich teilweise an wie Sprechblasen, aber ich denke, man sollte das nicht unterschätzen. Also im Augenblick sind das noch kleine Gruppen, aber daraus kann auch mal sowas wie ein Rechtsterrorismus entwickeln. Die Bereitschaft bei den Leuten jedenfalls, die diese Formulierung bringen, ist da. Das System hat den Krieg erklärt. Es wird Zeit, darauf zu antworten. Nach unserem Sieg, nie wieder Krieg. Nach unserem Sieg, nie wieder Krieg. Nach unserem Sieg. Nie.
Rechtsextremisten übernehmen aktuelle Jugendkulturen und entdecken linke Protestthemen für sich. Ein gezielter Imagewechsel. Zu den aktuellen Parolen gehört Nein zur Agenda 2010. Auf einem anderen T-Shirt präsentieren sie sich als politisch motivierte Sozialisten samt roter Fahne. Und wo früher Köpfe der Waffen-SS und Wehrmacht auf Szenenheften abgebildet waren, finden sich heute antikapitalistische Gesellschaftskritik. Mit einem gewissen martialischen Auftreten oder mit bestimmten Parolen, die auch schon einfach abgedroschen sind, hat man gemerkt, dass man da nicht mehr keinen Fuß mehr fest, dass man da auch nicht keine Jugendlichen erreicht. Und vor allen Dingen ist man auf den Zug aufgesprungen, halt Themen zu wählen, die gerade aktuell sind. Beispielhaft hierfür Anti-Gen-Food-Kampagnen und plakativer Anti-Imperialismus. So fordern nicht wenige rechtsextreme Hefte den Boykott amerikanischer Produkte und auch Revolutionäre wie Che Guevara werden von den Neonazis vereinnahmt. Insgesamt ist das aktuelle Layout vieler Neonazi-Hefte von linken Blättern kaum noch zu unterscheiden. Vor allen Dingen fischt man auch bei Jugendlichen und so zeigen, ja, ihr müsst euch keine Glatze schneiden, ihr müsst euch nicht irgendwie so verkleiden, damit wir von uns akzeptiert werden. Ihr könnt so bleiben, ihr könnt eure Baggy Pants anhaben, ihr könnt euren jugendlichen Lifestyle leben und trotzdem könnt ihr mit uns sein. Und das ist eine sehr gefährliche Neupositionierung, weil man nämlich die historischen Erfahrungen mit dem realen Nationalsozialismus hier nicht mehr erfolgreich ins Feld führen kann. Außerdem haben sich die Rechten jetzt viele Teile der Jugendkultur zu eigen gemacht. Es ist ein authentisch jugendliches Lebensgefühl, das in vielen Bereichen der NPD vorgelebt oder ausgelebt wird. Es sind nicht die ewig gestrigen und darum verfangen die gestrigen Bekämpfungsrezepte auch nicht mehr. Der Kampfbund Deutscher Sozialisten, kurz KDS. Im Internet wirbt die Gruppe mit einem sogenannten rot-braunen Kanal. Das Ziel der Gruppe, ein kommunistisch-neonazistischer Schulterschuss gegen das demokratische Deutschland. Wir lehnen das Nachkriegssystem, die damit verbundene Ordnung, generell ab. Wir halten es für ungerecht, einseitig gegen Deutschland gerichtet. Man hat unser Volk jeden Rechtes beraubt und betreibt eine Politik, die letztendlich unterm Strich nach unserem Dafürhalten mit der Ausrottung des deutschen Volkes enden wird, weil ganz einfach wir die niedrigste Geburtenrate oder eine der niedrigsten der Welt haben und immer mehr Zivilokkupanten unser Land überschwemmen. Und in diesem Geist agitiert auch der rot-braune Kanal, eine Mischung aus antikapitalistischer, völkischer und schroff antisemitischer Parolen. In Russland waren die Heuschrecken, die Parasiten und das ganze Nichtsnutzvolk der amerikanischen Ostküste und ihrer zionistischen Hintermänner durch die wirklich geniale Politik Putins, den ich, sagen wir, einen russischen Bismarck nennen möchte, dorthin gebracht hat, aufgrund auch wirklich realer Gesetzlichkeit, wo sie hingehören. Und zwar in die Straflager. Also das kurzfristige Ziel sind jetzt erstmal ein paar Filmchen zu produzieren. Ein mittelfristiges Ziel ist, sich im nationalen Widerstand als Medienfacharbeiter sozusagen zu etablieren. Das langfristige Ziel ist natürlich für den gesamten nationalen Widerstand, muss es sein, eine mediale Gegenöffentlichkeit zu bilden, denn wir stehen einer de facto gleichgeschalteten Medienlandschaft gegenüber. Aus diesem Grund steht im Mittelpunkt der KDS-Agitation das World Wide Web. Für Neonazis eine bisher einzigartige Propagandaplattform. Die Zielgruppe des rot-braunen Kanals sind junge Erwachsene. Und das gibt der Internet-Experte des KDS ganz offen zu. Natürlich ist für uns der erste Ansprechpartner für unsere Arbeit noch die Jugend, immer noch die Jugend. In älteren Bevölkerungskreisen ist es ein bisschen schwieriger, weil sie dort auch politische Meinungen, Einstellungen und so weiter verhärtet haben teilweise in der heutigen Gesellschaft. Und die Jugend natürlich eine immer wieder eine dynamische Gruppe ist, die für solche Sachen empfänglich und offen ist. Doch nicht immer gibt sich der KDS so bürgerlich wie im rot-braunen Kanal, wo ein freundlicher Sprecher im Anzug ganz brav seine Botschaften präsentiert. Ein internes Video zeigt das andere Gesicht des KDS. Und auch vieles, was im rot-braunen Kanal antikapitalistisch und modern daherkommt, ist es nicht. Nick Greger war jahrelang Kader der Organisation, brachte es zum Stützpunktleiter. Inzwischen ist er ausgestiegen und weiß, was sich hinter den Kampfparolen des KDS verbirgt.
Unter Globalisierung versteht man nicht hier irgendein Großunternehmen, der irgendwas macht, sondern wenn der KDS von Globalisierung schwadroniert, dann meint man damit die jüdische Weltverschwörung und das große Spinnennetz über der Welt und die jüdische Spinne sitzt mittendrin. Während der Kampfbund Deutscher Sozialisten mit seinem rot-braunen Kanal heute noch ein Kleingruppendasein führt, sind andere verfassungsfeindliche Organisationen von rechts weiter. Ein Beispiel: die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, kurz NPD. Heute in Deutschland die aktivste rechtsextreme Organisation. Der Altersdurchschnitt ihrer 7200 Mitglieder liegt mit 34 Jahren deutlich unter dem der anderen Parteien. Das Ergebnis einer aufwendigen Vorfeldarbeit im kulturellen und im Freizeitbereich. Ein Werbefilm der hessischen Nationaldemokraten. Der Clip ist im Internet abrufbar. Inhalt: eine skurrile Mischung aus Selbstironie, Sozialprotest und knallhartem Rassismus. Der Zwergenspot wurde 2008 im Rahmen der Parteienwerbung auch im Fernsehen zur hessischen Landtagswahl ausgestrahlt. Der Inhalt: die angebliche Ausbeutung des deutschen Arbeiters durch finstere Kräfte. Rente gibt's übrigens erst mit 70 und Weihnachten fällt nächstes Jahr aus. Wer ehrlich arbeitet, der soll auch ehrlich verdienen. NPD, die Partei des kleinen Mannes. Und dann den Ritter auf dem Pferd mit der Fahne, ja, und unten die kleinen Wichteln. Also das sollte wahrscheinlich eher sozusagen das Comedy-Bedürfnis oder das vermeintliche Comedy-Bedürfnis ihrer Adressaten ansprechen. Aber dann wird es verbunden mit ausgesprochen radikalen Forderungen. Die NPD hat damit einmal mehr deutlich gemacht, dass sie eine systemfeindliche Partei ist, dass sie auf die Überwindung des Systems raus ist. Weitere Auszüge aus dem Spot. Senkung der Abgeordnetendiäten auf 50%. Streichung der Zuschüsse für jüdische Gemeinden. Streichung der Fördergelder für Migration und Integration. Ausweisung aller kulturfremden Ausländer. Kein Geld mehr für jüdische Institutionen beispielsweise. Dann die Anti-Ausländer-Politik. Die Fremdenfeindlichkeit, die klar durchkommt. Kein Geld für Integration beispielsweise. Also das, was vielleicht die dringendste Forderung ist überhaupt bei uns, dass wir die Einwanderer hier nach Deutschland integrieren und dass man sich da Mühe geben muss von beiden Seiten, dass auch Geld ausgegeben werden muss, das wird klar negiert. Die Fremdkulturellen sollen ausgewiesen werden. Das wäre ein gigantischer Exodus, den wir hier tatsächlich vornehmen würden. Ein anderes Bundesland, ein anderer NPD-Spot. Wenn Sie nicht wirklich eines Tages vom Muezzin geweckt werden wollen, dann wählen Sie NPD. Eine DVD der NPD Niedersachsen. Ausländerfeindlichkeit wird geschickt als Comedy-Clip verpackt. Die Partei präsentiert sich auf dem Video mit Musik und jeder Menge Natur als junge, frische Bewegung. Wir wollen multimedial auf jeden Fall noch stärker versuchen, an die Menschen heranzukommen. Und das Projekt Schulhof CD ist ja schon sehr erfolgreich gelaufen. Und wir dachten, dass wir jetzt einfach auch mal das Bild noch dazugeben, um einfach noch eine neue Ebene dort auch mit aufzufahren. Wenn Sie nicht wirklich eines Die DVD verfehlt ihre Wirkung. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2008 scheitert die NPD an der 5%-Hürde. Doch moderne Bildmedien mit Liedermachern sollen langfristige Akzeptanz bei Jugendlichen schaffen und damit bei künftigen Wählern. In Niedersachsen muss man ja auch mal sehen, dass dort in den letzten Jahrzehnten, seitdem wir dort aus dem Landtag irgendwann wieder rausgeflogen waren, die NPD nicht unbedingt in der Basis, also bei den Menschen verwurzelt war. Und dass wir jetzt anfangen, auch auf die Jugendlichen wieder zuzugehen und dort uns erst wieder eine Basis zu schaffen, um dort beim nächsten Mal richtig angreifen zu können, um verwurzelt zu sein, das ist ja eigentlich der Ansatz, den wir mit solchen Projekten fahren. Rechte Kampagnen im neuen Jahrtausend. Wissenschaftler warnen vor der neuen Qualität multimedialer Agitation.
Der Versuch, mit modernen Medien und den Mitteln der modernen Medientechnik an die Schüler ranzukommen, indem man CDs und DVDs verteilt, indem man eben die Schulhöfe infiltriert auf diese Weise, indem man über das Internet in jedes Kinderzimmer oder Jugendzimmer reinkommt, das hat natürlich eine neue Qualität gegenüber früher. Das System fördert mich, was geht, denn die bekommen auch keine deutschen Kinder. Im Einklang mit der Natur. Das Höchste ist die reine Weitergabe des eigenen Lebens, die Erhaltung des deutschen Blutes und der deutschen Kultur. Dann wählen Sie NPD, denn sozial gibt nur national. Nicht vergessen, nächsten Montag ist wieder Rot-Brauner Kanaltag. Schönen guten Abend.